Willkommen zum Tag, weiß ich gar nicht, wie viel der Tag heute ist. 10 oder so. Wir haben wieder mal langsam angehen lassen. Hat jetzt aber auch bald ein Ende. Ja, aber wir waren gestern sehr anstrengend, sehr lang. Waren erst um 2:30 im Bett. Ja. Ja. Und jetzt haben wir 12 Uhr und jetzt fahren wir ins Animal Kingdom, haben schon Fastpass für Kilimanjaro Safaris verpasst und haben jetzt aber in einer halben Stunde einen Fastpass für Flight of Passage, Miriams Lieblingsride. Danach werden wir was essen gehen in der Satuli Kantine. Ja, heute ist nicht so sehr bewölkt und auch mal nicht so heiß. Das ist auch mal ganz schön. So, wie viel Grad haben wir? 25, 26 Grad, denke ich. Aber halt keine brennende Hitze. Ja. Werden wir zwar nicht braun, aber wir schwitzen auch nicht wie die Geier. Ja, wir gehen jetzt zu unserem Busstopp und hoffen, dass wir nicht so lange auf den Animal Kingdom Bus warten müssen. Da vorne ist ein wunderschöner Schmetterling. Ein großer. Also nicht alles hier ist künstlich. Es gibt auch echte Tiere. Was? Ich glaube, der war echt. Ja? Ansonsten war es eine sehr gute Audio-Animatronic. Genau. So, bis dann. So, nachdem wir bei Flight of Passage gerade waren, sind wir jetzt essen in der Santuli-Kantine. Miriam hat eine Beef Bowl mit Nudeln und ich habe die Shrimp Bowl mit Nudeln. Ich habe diesmal den Pandora Drink, den alkoholfreien. Miriam wieder dieses Vitamin Water, ne? Ja. Ja. Vitamin Water. Genau. Wir essen jetzt und denken, dass es gut schmeckt. So, die Miri macht den Wilderness Explorer und ist jetzt, hat schon zwei Badges. Zeig deine Badges. Den Concon Raw. Den Flamingo Bett. Und jetzt in Pandora kriegt sie gleich einen anderen. Na, was hast du gelernt? Ich habe gelernt, dass ein Keystone Species ist. Okay, was ist das? Also jedes Land hat seine eigene Keystone Species. Schlüsselspezies. Hier zum Beispiel ist das irgendwie die Schildkröte. Und zwar sind halt ganz viele andere Lebewesen von der Schildkröte abhängig. Zum Beispiel buddelt die Schildkröte halt Löcher. Ne? Und andere Tiere benutzen diese Löcher, um darin zu leben. Okay. Und wenn die Schildkröte halt nicht mehr wäre, dann wären halt viele andere Tiere auch davon betroffen. Okay, und dafür also hast du ein Badge bekommen. Können wir noch den? Na dann hin. Was hast du hier gelernt? Ich habe was über die Venusfliegenfalle gelernt, aber alles Dinge, die ich schon wusste. Oh, du bist doch so clever. Ich weiß sogar mehr als die, glaube ich. Ja? Mach doch mal ein Duell. Na.
Ich glaube nicht, dass ich das auf Englisch alles wiedergeben kann, was ich weiß über solche Pflanzen. Ja. Jetzt wollen wir zu Rapidis Planet Watch. Dann go! Jumbo! Oh, guck mal, jetzt hier kann. $1.25. Das ist ein großer. Tanz! Gelesen, da gibt es auch so ein Spiel. Ja. Ich bin gerade schon ausgerufen. Gibt's ja nicht. Für Rapikis Planet Watch gibt's das nicht. Gibt da beim Tree of Life gibt's das. Und an dem Gorilla Trail und an dem Tiger Trail gibt's das auch. The species we care for here at Disney's Animal Kingdom are some of the very same animals that inspired animated classics like The Lion King, The Jungle Book, and more. Deine nächste Station. Oh. Dann leg mal los. Ladybug.
habe ich nicht gesehen. Den und den nicht. Ein Beetle habe ich doch gesehen. Aber da vorne bei der Tarante. Nee, aber da waren andere Beetle. Ist doch egal, das ist ein Beetle. Jetzt ein Nashorn-Beetle oder ein normaler Beetle. Aber den und den nicht, ne? Egal, hol dein Badge. Das hast du ja verdient. Ja, dann mach doch da einen Haken hin. Cheater doch. Kennst du doch vom Computerspiel. Cheater? Jetzt so erstaunt, dass ich Bienen gesagt habe. Ja, wahrscheinlich viele Bienen sagen. Ich sagen die Schlange oder die Spinne. Ja, aber so, Bienen ist auch immer das coolste Tier. Ja, dann nicht für Kinder. Aber nur wenn du gut bist. Ja, dann mal in 24. Zeig. Was musstest du dafür machen? Ein Code entschlüsseln. Ich stand da bei meiner Mutter. Ich bin Wo sind wir hier? Wir sind im Rafikis Planet Watch. Wir machen jetzt die Animation Experience mit. Was macht man da? Ich glaube malen. Zeichnen heißt das. Zeichnen. Also nichts für mich. Das weiß man nicht. Wenn das kleine Kinder können, kannst du das auch. Ja. Das ist. Nein, nicht unbedingt. Ich habe da nur leider gar kein Talent für. Since the 1930s, Disney animators have put their pencils to paper in service of the idea that the greatest inspiration often comes from the magic of nature. Walt Disney himself understood the importance of spending time around animals, studying their behavior and personalities in order to create realistic characters and dynamic storylines. This meeting of the human and animal worlds sparked a legacy of storytelling that has shaped our relationship with animals and conservation forever. Today, we invite you to become part of that legacy as our own Disney artists help you learn to sketch characters inspired by the very animals found here at Disney's Animal Kingdom. Get your pencils ready, because here comes our animation artist now. Hey everyone, good afternoon! Wow, that was enthusiasm. Let's
try it. I'm gonna go back. I'm gonna go back. I'm gonna try it again. All right. Hey, Dr. Teacher. Hi, everyone. Welcome to the Legacy. Yay! Right. Welcome, everyone. My name is Josh, and I'm gonna be your instructor for today. And today, we're gonna be teaching you how to be a Disney animator by putting you through some actual animation training, okay? This is training that's part of our Disney legacy. It has been part of it for a very long time, since the 1940s, when Walt Disney wanted to create a movie based off of his favorite book, Bambi. Now, look at your seat. Please bring your pencils with you as you exit to this side of the theater, and you will see a man. And that man has a box on top of his head. And that box is where you should put your pencils as you leave. One other thing, remember that time when you were waiting in line, waiting to come into this class, and those people in the last class wouldn't leave? Well, you're those people now. So, I know you want to spend the next 6 hours perfecting your ed, but unfortunately we don't have that much time, so please do not linger here long, okay, folks? Folks, I hope you had a great time. I had a great time, too. If you get nothing else out of this class, we're going to keep on.